Welt liegt Schnee. So. Scheiß da, echt nervt mich alles total. Also richtig nervt mich das. Vieles nervt mich. Noch mehr als das, aber eigentlich nervt mich eigentlich alles. Meistens bin ich genervt von mir selbst. Das ist immer das Anstrengendste. Ne? Dieses ewige mein Kram, das ist echt. Könnte ich. Ja. Einfach echt doof. So, wirklich doof. Ja, so. Also das ganze Ich. Ja, das ist so. Es ist auch kein Hadern, sondern es ist einfach nur so, das nervt mich. Es gibt einfach, es gibt so diese Tage, an denen mich meine Krankheit nervt. So, ne? Weil es kein Entrinnen gibt. So, ne? Es ist einfach zack, aus, vorbei, hängst du mit fest. Was willst du machen? Was willst du machen? Ja? So. Und du kannst eben nichts machen. Das ist so, als ob du dich darüber ärgerst, dass du zwei Füße hast. Weil du hast zwei Füße. Du kannst ja einen abhacken. Ja, meine Krankheit kann ich mir nicht abhacken. So. Wenn du dich darüber ärgerst, dass du zwei Füße hast, ist das Jammern auf sehr, sehr niedrigem Niveau. So. Naja, und das ist einfach, momentan ist es extrem anstrengend. Ein ganz, ganz harter Kampf, wie es immer ist. Ne? Ist ja immer ein harter Kampf. Ne? Und für uns Depressive sowieso. Ja, und es nervt gerade extrem. Also, ja. Und das. Dieses, dass ich nicht rauskommen kann aus diesem ganzen Scheiß, ne? Also dass ich halt einfach feststecke. So. Ja. Dass es halt immer irgendwas gibt, was mich dann wieder, weiß ich nicht, zurückreißt. Das ist so, weiß ich gar nicht, wie mit ganz vielen Menschen in so einer Tonne drin zu hocken und immer wenn einer oben fast raus ist, dann zieht ihn der andere wieder runter, weil der ja auch noch raus wollte und so. Wie kommt da gar keiner raus, statt mal irgendwie alle gemeinsam. Und dieses alles gemeinsam, das geht halt in der Depression nicht. Ne? Das ist halt einfach ein permanentes Verlieren und es ist nicht so, dass wenn zwei da sind und einer verliert, dann verlieren letztendlich immer beide. So. Und so fühle ich mich gerade. Und das ist, wie sagt man das ganz freundlich? So zum Kotzen ist das. Das ist einfach echt zum Kotzen. Komme ich auch ganz schwer momentan gegen an. Ich versuche sehr viel zu arbeiten, versuche sehr viel Musik zu machen gerade. Schreiben strengt mich momentan extrem an, weil das immer bedeutet, wenn ich schreibe, dass ich mich noch extremer mit mir selbst auseinandersetze. Und hängt auch momentan alles damit zusammen, dass ich mich momentan so extrem mit mir selbst auseinandersetze und viele Sachen aus meinem Leben aufarbeite, mehr oder minder gewollt. Also einiges kommt einfach hoch, so wie ein Erbrechen. Und irgendwann, glaube ich, erzähle ich das hier auch nochmal auf dem Kanal, was da bei mir alles so passiert ist. Und da geht es auch nicht darum, dass es das Schlimmste ist, aber es ist einfach nur, es geht darum, dass mich das so nervt. Und ich erzähle das dann einfach mal dieser euren Kamera und dann erfahrt ihr das gleich mit. So ist das einfach. Aber naja, also ich bin halt einfach maßlos genervt. Das Wetter ist auch scheiße. Es ist ein strahlend blauer Himmel. Es gibt überhaupt nichts Tolles gerade. Das nervt. So. Ich bin unrasiert, extrem unrasiert. Habe auch keinen Bock jetzt gerade, mich zu rasieren. Einfach so. Aber ich habe es geschafft aufzustehen, was natürlich leichter ist, wenn man ein Kind hat, weil das da so, das ist halt echt gut. So. Und ja. Aber wichtig ist halt für mich auch, oder wichtig für mich, ist halt auch extrem wichtig, dass ich die Zeit vernünftig fülle. Also ganz, ganz oft ist es ja so, dass ich zocke. Dann sitze ich da und spiele irgendwas an meinem Rechner. Und momentan versuche ich halt, wir arbeiten an der neuen CD und dann spiele ich einfach ganz, ganz viele Gitarren ein. Aber selbst das kostet mich unheimlich viel Energie. So. Und das ist sehr, 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 sehr anstrengend. So. Ja, heute ist einfach, heute finde ich, heute ist ein Jammertag. So. Das ist ein Mittwoch.
Montage und Mittwoche sind Mittwoche. So. Ja. Und nervt mich total. Ja. Hab gestern auch zu viel gegessen. Ne? Es war sehr lecker, was meine Frau gekocht hat. Habe zu viel gegessen, dann ging es mir auch nicht gut und so. Und jetzt habe ich auch schon wieder so bei Recherchen geguckt, dass meine Depression am Eisenmangel liegt, ne? Und daran, dass meine Fußnägel seltsam gewölbt sind. Und natürlich auch daran, dass ich Fleisch nicht esse. Deswegen habe ich auch Depressionen. Und ich habe auch Depressionen, weil in meinem Zimmer ein Staubsauger frei steht. Der steht nicht angelehnt, sondern der steht frei. Ja. Ich habe Depressionen, weil das in meinen Genen verankert ist. So, und dass es ausgebrochen ist. Deswegen habe ich Depressionen. Nicht wegen irgendwelcher esoterischer Scheiße. So. Nervt mich dann auch. Wenn ich dann diesen ganzen Mist immer lese, denke ich nur so, ah, oh Gott. Ja. So, ausgekotzt habe ich mich jetzt. Lebt damit. Wir sehen uns Freitag wieder mit einem entzückenden Freitagsvideo. Könnt ihr mit frühstücken, dann geht es mir bestimmt auch besser, obwohl Freitag sehr heftig, nee, heftig, sehr hektisch wird. Aber es wird trotzdem schön. Und dann geht es mir auch wieder besser. Versprochen. Und jetzt, vielleicht mache ich auch, werde ich auch einfach eine Gitarre zertrümmern heute. So. Interessanterweise ist es jetzt gerade sehr leise. Normalerweise müsste die ganze Zeit der Baulärm sein, aber wahrscheinlich haben die gedacht, wenn der Depressive was sagt, halt mir die Fresse. Kommt nix. So. Naja. Ist egal. Wir sehen uns Freitag. Und dann, bis dann. Naja, ist egal.